Meine Damen und Herren, der Sommer kommt ins Land und lockt die Autotouristen wieder heraus auf die Straßen und Autobahnen. Mit dem Sommer kommen auch wieder die Anhalter. Soll man sie mitnehmen? Was sagen unsere Automobilclubs dazu? Präsident Schneider vom ADAC Gau-Württemberg, der immerhin für 47.000 Mitglieder spricht, gibt uns eine sehr klare Antwort. Der ADAC lehnt von jeher das Anhalterunwesen ab. Das heißt, das Mitnehmen von unbekannten Personen, und zwar aus den verschiedensten Gründen. Erstens bezeichnet der ADAC dieses Mitnehmen von wildfremden Leuten als eine Art Bettelei, die Betreffenden begehen. Und nach unserer Auffassung ist es keineswegs eine Empfehlung, im In- und Ausland so zu sehen, wie die Deutschen da winken und auf dem Armenweg mitgenommen werden wollen. Was sagen unsere Autofahrer dazu? Nehmen Sie schon mal Anhalter mit. Das kommt ganz darauf an, was ich für einen Eindruck von den Leuten habe. Haben Sie denn bis jetzt, wenn Sie welche mitgenommen haben, gute oder schlechte Erfahrungen damit gemacht? Eigentlich muss ich sagen, es ist bis jetzt gleich gewesen. Ich habe aber weder was Schlechtes noch was Gutes erfahren. Aber ich habe eben schon sehr viel in der Zeitung gelesen, dass man dabei auch reinfallen kann und unter Umständen sogar kriminelle Dinge vorgekommen sind. Und gern tue ich es nicht. Und was sagt unsere Polizei? Das Betreten der Autobahn ist nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung nicht statthaft. Ja, zählt zur Autobahn auch die Auffahrt? Zur Auffahrt zählen alle, oder zur Autobahn, ja, zählen alle Anlagen, auch Nebenanlagen der Autobahn. Und zwar ist hier die gesetzliche Grundlage das Bundesfernstraßengesetz. Also die Autobahn beginnt dort, wo die Einfahrt oder Ausfahrt an der Landstraße ein- oder ausmündet. Und was machen Sie mit den Anhaltern? Die Anhalter werden von der Autobahn verwiesen. Werden die auch bestraft? Sie werden bestraft, insbesondere wenn sie nah an der Autobahn heranstehen, werden sie zur Anzeige gebracht, dann, wenn der Verkehr durch ihr Verhalten beeinträchtigt wird. Ja, zur Anzeige gebracht, Herr Kommissar. Das heißt also, dass Sie mehr als 2 Mark zahlen müssen. Richtig, die gebührenpflichtige Verwarnung wird erteilt, wenn die Anhalter auf der Auffahrt stehen. Wenn sie also den durchgehenden Verkehr insbesondere nicht in Mitleidenschaft ziehen. Quer über die Autobahn. Die ziehen den Verkehr wirklich in Mitleidenschaft. Sie haben da, wie wir sehen, einen Studenten nach Köln mitgenommen, einen Anhalter also, um in der Fachsprache zu bleiben. Glauben Sie wirklich, dass das ein Student ist, der nach Köln fahren will? Doch. Sah er so aus? Hat er Ihnen einen Studentenausweis zunächst gezeigt? Zunächst macht er den Eindruck und die Unterhaltung im Wagen ergab, dass er tatsächlich Student ist. Und nehmen Sie oft Anhalter mit? Nein, ich mache es normalerweise nicht. Heute praktisch zum ersten Mal. Zum ersten Mal, weil es ein Student war? Weil oder? Es ein Student war und weil ich selbst früher Student war und weiß, wie schlecht es ist, wenn man nach Hause will zu Ostern und kann nicht weg, weil man kein Geld dazu hat. Ja, das ist klar. Sie fahren also nach Köln hinauf? Oder? Nein, ich fahre nur bis Frankfurt. Bis Frankfurt und dann müssen die beiden Leute schauen, wie sie weiterkommen. Sie haben hier an der Autobahn eine große Tankstelle und in den Sommermonaten sind da ja sicher viele Anhalter. Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen mit denen gemacht? Ja, ich muss sagen, dass ich größtenteils schlechte Erfahrungen gemacht habe. Warum? Leute werden oft aufsässig, gehen nicht aus den Fahrbahnen heraus und stören uns auch während der Arbeitszeit bei der Betankung der Fahrzeuge. Außerdem wird die Kundschaft belästigt, die sich zum Teil sogar schon beschwert hat, dass sie dauernd gestört wird von den Anhaltern. Viele harte, vielleicht allzu harte Argumente gegen die Anhalter. Was sagen denn die Anhalter selbst dazu? Wohin wollen Sie denn? Ja, wahrscheinlich nach Köln oder Düsseldorf. Köln oder Düsseldorf. Sie kommen unten aus dem Österreichischen? Aus Wien. Aus Wien. Ah, sehr gut.
Ja, und warum machen Sie das per Anhalter? Uns fehlt der nötige Schilling, wie man sagt. Der nötige Schilling? Ja. Müsst ihr lange hier stehen, bis einer anhält? Ja, sagen wir 2-3 Stunden. Doch 2-3 Stunden. Also es sind doch wenige Autofahrer, die... Ja, wenig. Viel, sehr wenig. Sehr wenig. War das früher besser für euch oder in früheren Zeiten? Oder? Ja, früher ist es am Markt gefahren, da ist vielleicht ein bisschen besser gegangen. Ein bisschen besser gegangen. In Österreich geht es überhaupt nicht. In Österreich geht es nicht? Nein. Warum? Warum wird euch gar keiner mitnehmen? Der hat es an der Tankstelle probiert und keinen Erfolg gehabt. Warum trennten Sie? Warum? Weil ich momentan mal irgendwie dringend nach Hause muss und ich bin Student, gell? Ah ja. Und es ist immer schlecht mit Geld bestellt, das wissen Sie ja selber. Natürlich, ja. Man kommt da vielleicht 150 Mark im Monat oder so, gell? Und da ist man schon praktisch gezwungen, wenn das so Anfang oder Mitte des Monats ist, irgendwie ein paar Anhalter nach Hause zu fahren, gell? Ja. Sie studieren hier in Stuttgart? Nein, ich studiere in Reutlingen, am Technikum, ne? Technikum, ja. Und ein Teil ist heute mal der Tag so günstig gekommen, dass ich nach Hause konnte. Das Wetter schien mir auch so, sonst ist es natürlich schlecht, gell? Und Sie sehen ja, man kann ja eine Stunde warten oder länger und es kommt doch nichts, gell? Kommt doch nichts, ja. Aber Sie machen das öfters? Ja, nun, ich habe das schon des Öfteren gemacht, im Sommer vor allen Dingen. Ne, wenn man das Geld, wenn man irgendwie in Urlaub fahren will, ist das schon manchmal interessant. Ich mache das allerdings weniger gern, ne, weil es gibt viele, die dagegen abgeneigt sind, die irgendwie, die denken, ist ja schon schließlich viel passiert und die glauben nun, ist vielleicht jemand, der wird mich dann zur Seite bringen und so weiter. Ne, und durch diese gerade, die das gemacht haben, ne, da ist man irgendwie in einen schlechten Ruf gekommen als Anhalter und man hat es schon schwierig. Und außerdem, wenn ich jetzt hier oben stehe und die Polente erwischt mich, dann muss ich natürlich 10 Mark bezahlen, ne? Ja, das ist wahr. Und darum muss ich mich hier so aufhalten, dass es so aussieht, ich wäre in der Raststätte oder sowas ähnliches. Ne? Ja, mit dem Sommer kommen die Anhalter. Und es sind nicht alles Studenten. Besonders viele stehen natürlich an den Auffahrten zur Autobahn, da, wo es verboten ist. Herr Dr. Zahn, Sie sind der Verkehrsreferent des Württembergischen Automobilclubs. Hat Ihr Club zu diesem Thema Anhalter irgendeine Stellungnahme bezogen? Ist er dafür, ist er dagegen oder sagt er, das geht uns überhaupt nichts an? Ja, der ist grundsätzlich dagegen und zwar im Interesse insbesondere der Autofahrer natürlich und im Interesse der Allgemeinheit, auch der Autofahrer. Herr Dr. Zahn, Sie sind Jurist, dann müssten Sie das ja auch juristisch untermauern können. Warum ist der Club dagegen? Das kann ich untermauern. Das fängt schon an durch die Verkehrsgefährdung der Anhalter, Auffahrunfälle, die Sie ja kennen, wenn Sie an unglücklichen Stellen stehen, was sehr häufig der Fall ist. Zweitens riskiert der Mitnehmende immer, dass er, wenn er einen Unfall baut, was ja auch immer vorkommt, dass er dann wegen fahrlässiger Körperverletzung, nämlich seines Mitinsassens, oder wegen fahrlässiger Tötung gar angeklagt wird. Ja, auch wenn er sowas unterschrieben hat, der Autofahrer, also unterschreiben hat lassen diesen... Das spielt strafrechtlich gar keine Rolle. Und die Unterschrift nützt in den meisten Fällen auch deshalb nichts, weil nämlich Jugendliche gar keine Erklärung zu ihrem Nachteil abgeben können. Und meistens sind es ja Jugendliche, die Autos anhalten. Jugendliche heißt in dem Fall bis 18 oder bis 21? Bis 21. Bis 21. Ja. Also ein junger Mann, der, sagen wir mal, 19 Jahre alt ist und mitgenommen werden will und da das Ding unterschreibt, der hat sozusagen gar nicht die Vollmacht, sowas zu unterschreiben. Ja, weil er ohne seinen gesetzlichen Vertreter handelt. Wir haben ein amüsantes Experiment gemacht. Zwei junge Burschen winken an einer Autobahnauffahrt. 20 Meter weiter winkt ein hübsches Mädchen. Die Burschen stehen schon eine Stunde da, keiner hält. Das Mädchen winkte nur 50 Sekunden lang. Und schon hält ein großer Reisewagen, in dem ein Herr alleine drin sitzt. Er möchte sich gerne unterhalten. Ja, meine Damen und Herren, versuchen wir das einmal auf einen Nenner zu bringen. Ein Gesetz zu diesem Problem der Anhalter gibt es nicht. Eindeutig ist der Standpunkt der Polizei, an den Autobahnen darf man nicht stehen. Eindeutig ist auch die Tatsache, dass ein Kraftfahrer wegen Körperverletzung angeklagt wird, wenn er mit einem Anhalter einen Unfall hat. Und ich glaube, eindeutig ist auch, dass man junge Mädchen
nicht alleine als Anhalter loslassen sollte. Mädchen unter 21 Jahren, Minderjährige. Den Kraftfahrern, die es trotz der Gefahr riskieren, Anhalter mitzunehmen, denen müsste man aber vor allen Dingen sagen, dass sie auf gar keinen Fall anhalten sollen, wenn sie in einer